Herzlich willkommen zur neuen Folge bei Christopher Vanlife. Folge super special. Ich sitze hier in einem wunderschönen alten Gefährt. Die Hälfte unserer Firma, nee, nicht die Hälfte, alle aus unserer Firma stammen ja aus dem Dunkeldeutschland, also aus dem tiefen Osten. Wir sind schon fast Tschechen hier, wo wir wohnen. Genau, und deswegen sitzen wir in einem sehr speziellen Auto. Ich früher als Kind habe in diesem Auto gern Flugzeug gespielt und war so 2-3 Jahre alt. Hier war mein Steuerknüppel. Ich weiß nicht, Klaus, ob du das so auf die Kette kriegst, dass du das siehst. Ja. Also hier haben wir den Steuerknüppel gehabt, da bin ich mal abgehoben so. Das ist damals ein B1000 gewesen von meinem Vater aus der Firma, damals aus den Anfangszeiten. Deswegen dachte ich mir, der wird 60, der alte Sack. Wir brauchen ein cooles Geschenk. Also bin ich auf die Suche gegangen, habe hier die Kiste organisiert. Das Lustige ist, im Nachbardorf fast aufgefunden. Und der stammt aus dem Heimatdorf meines Vaters, also aus Langberg kommt dieses Auto. Und wurde dann irgendwann mal in den 90er Jahren verkauft. Wurde dann in Bernsbach wiedergefunden bei einem Freund von mir. Und da stand hinten noch drauf Langberg, also eigentlich ganz cool, aus dem Kaff von meinem Dad. Dieses Projekt ist dann noch Thomas so ein bisschen auf den Leib geschnitten worden, weil der liebt ja so diese Nostalgie und diese alten Autos. Ohne Thomas hätte ich auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, weil der irgendwie jede Schraube kennt. Der kennt den Umwerk vom Zündkerzenstecker von der Hütte. Kein Mensch weiß das. Unser Brockhaus Thomas weiß das. Ja, das wird ein Langzeitprojekt für meinen Dad. Es wird ein Camper, natürlich. Und außen ist er schon frisch lackiert. Habt ihr bestimmt so vorher schon gesehen, weil Klaus das schon gefilmt hat. Dann blenden wir auch mal ein geiles Bild ein von der Übergabe. Selbst mein Vater hatte da so ein bisschen Emotionen gezeigt. Ne? Der alte Mann. Gibt es ja keine Emotionen bei denen, ne, die aus dem Krieg kommen. Und hat jetzt. hat tatsächlich, 60 ist er geworden. Ja, 60 ist er geworden, Klaus. Das war jetzt auch nur ein Spaß. Und hat so ein bisschen Emotionen gezeigt. Also, ich denke, das war ein sehr, sehr cooles Geschenk. Genau. Innen drin soll ja tatsächlich sehr modern werden. Also für alle Nostalgie-Fans, innen haben wir einfach keinen Bock auf stinkende VEB-Scheiße, sondern wir wollen halt innen richtig geil bauen. Und außen klappert Honeckers Rache, so wie er war, genau. Und was soll er alles kriegen hin? Was er hinten alles so kriegen soll? Hat er sich was gewünscht? Nein, mein Vater hat kein Mitspracherecht. Ah, sehr gut. Das entscheidet Felix und ich und die ganze Crew einfach. Mein Vater hat das Recht, gern mitzubauen, aber darf über nichts entscheiden. Ja. Prima. Und wir werden aber hinten tatsächlich so in unserer Campingbox bauen, die werden wir ein bisschen modifizieren. Das wird jetzt einfach, der B1000 ist einfach schmäler wie jeder Bulli oder Mercedes. Und machen hinten eine Campingbox rein. Vorne versuchen wir die Sitze umzubauen, dass sie zum Klappen sind, dass du halt innen schlafen kannst. Dann müssen wir mal schauen, ob wir Dachzelt anpassen können. Und dann soll das Dachzelt noch oben drauf. Ich glaube auch nicht, dass man damit jetzt ewig weit rumherfreist. Das ist einfach so mehr so das Gaudi-Ding. Ich glaube, wenn Vater mal Bock hatte, mit Mutter irgendwie nach Geier Zelten zu fahren, das ist immer unser Running Gag, weil das ist ja gefühlt hier um die Ecke. Dann ist B1000 vorne, glaube ich, ganz lustig. Oder was noch so eine Idee war, wenn jetzt jemand Bock hat zu heiraten, dass wir einfach ein cooles Auto haben, wo ihr eure Frau, Mann, Beziehung gern zur Hochzeit gefahren werden kann. Mhm. Vermieten an Kunden werden wir das Auto jetzt als Fahrer nicht. Also irgendjemand wird das Ding fahren. Könnt ihr bei uns dann in unserem lustigen Haufen sicherlich auswählen für eure Hochzeit, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Also Romy fährt meistens dann. Nee, Quatsch. Also das könnt ihr euch, wie gesagt, aussuchen. Au. So wieder Outtakes. Ja, von außen weißes Dach, blaues Häuschen unten ringsrum. Der Plan war, mein Vater, der hat so in 90er Jahren das Fuhrunternehmen, glaube ich, aufgegeben, hat dann seine Werkstatt gegründet und die LKWs hatten die Farbe. Deswegen weißes Dach, blaue Hülle. Genau, haben wir uns das so einfallen lassen, dann ist die ganzen Blecharbeiten sind halt gewesen vorher, das Lustige ist, mein Vater hat die ganze Zeit dran rumgeschraubt und hat sich darüber aufgeregt, welcher bekloppte Kunde denn so ein Ding noch restaurieren will. Er wusste aber nicht, dass er an seinem Geburtstag dran rumbaut. Genau, deswegen haben wir Blecharbeiten sind halt alles neu gemacht, haben die ganze Spachtel runtergeschliffen, diesen ganzen Schrott, den man dann mal husch in den 90er Jahren rangebaut hat, haben wir runtergeholt. Wir werden die Heizung noch ausbauen, die DDR, dafür kommt dann eine Planarheizung ein. Das ist die Heizung. Und das ist die Heizung. Das ist eine Scirocco-Heizung, glaube ich, sagt man dazu. Und tatsächlich deswegen sind die Autos immer sehr gerne abgebrannt. Die waren sehr unsicher, wurden dann in den 90er Jahren auch verboten. Also die Heizung darf man nicht mehr benutzen. Außer mal, die wissen es halt nicht.
Ich glaube, das wäre sowieso kein Mensch. Aber eine Planar rein. Also im Prinzip kommt zusammen, was zusammengehört. Genau, ne? Es kommt Russe zu Ossi. Genau. Also Planar kommt rein. Den Tank wollen wir nutzen, dann wollen wir die Platine umbauen, dass die elfenbeinfarbenen Schalter funktionieren. Genau. Das wird alles so passieren. Hintenrum, wie gesagt, auch alles neu. Frisch lackiert. Ist noch nicht so viel dran. Innen drin liegen schon die Türen. Jetzt sind wir hier reingeschaut. Frisch lackierten Türen. Das ist ein bisschen geil, sowas anzufassen. Ja, frisch poliert. Klaus, ja, findest du gut? Wunderschön. Das gefällt mir gut. Kannst du bitte rübergehen? Ist das gruselig, Klaus? Gerne mit dem Parkas alleine sein. Okay. Hast du noch ein paar Fakten zu der Hütte? Baujahr, ja, also so? Laut Typenschild ist es Baujahr 89, aber wie man zu Ostzeiten weiß, kann das auch gern 70 sein, weil da wurde ja alles zusammengeschustert, was man gerade hinterm Ofen gefunden hat. Aber ja, tatsächlich, so genau wissen wir es nicht. Typenschild 89, drei Zylinder, drei Kerzen, harter Zweitaktmotor, ne? Schöner Stinker. Ich glaube 50 PS, Wartburg-Motor, wie man in der DDR halt gut, oder wie man es weiß, wurde halt alles gleich gebaut, aufgrund der Mangelwirtschaft. Wie ja, hübsch. Ein paar schöne Semmeln werden wir noch draufziehen. Ich also wollte gerade fragen, bleibt Felgen das so? Nee. Also Schuhe machen nicht nur Frauen schön und Männer, sondern tatsächlich schöne Monotube, der B1000 kriegt noch schöne Schuhe. Genau. Was denn? Oder ist das noch nicht klar? Oder wird es Überraschung? Also da kommt nicht, na, diesmal kommt da natürlich kein Monotube drauf. Wir wissen noch nicht, ob man so lassen wie original ist oder aufgrund der Drehstab macht es möglich. Also Drehstabfederung, die kann man einfach tiefer drehen. Wer so T4-Fahrer ist, kriegt das vorne hin, aber hinten halt nicht. Beim B1000 ist das halt auf beiden Achsen. Ziemlich geil für alle Tuning-Freaks von früher, wo wir alle so mit schleifenden Stoßstangen über McDonalds-Projektplätze geschliffen sind, ausgestiegen sind und Bretter gelegt haben, müssen wir drüber kommen. War halt früher cool, ist vielleicht jetzt immer noch cool, aber tatsächlich, bei dem wissen wir das noch nicht. Da hat vielleicht der Vater doch ein bisschen mitzusprechen und ja, also wenn er jetzt, Felix würde jetzt sagen, Spinner ist sicherlich ganz geil. Alle, die früher Need for Speed gespielt haben und so alt wie wir sind, die kapieren das, glaube ich, auch ganz gut, diese Spinners. Ne? Nein, Felix, auf gar keinen Fall. Ja. Also dann Schluss mit der Folge, macht's gut und dieses Ding wird, wie gesagt, ein Langzeitprojekt, was wir immer mal so in den Folgen mit anteasern, glaube ich, und Klaus filmt das immer ganz kräftig mit. Genau. Also, macht's gut, abonniert den Kanal, haut was in die Kommentare und klingelt, dangelt, dingt die Glocke. Bis dann.